Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Bausimulator 2015 mit dem Randy. Und den Tino. Ich habe nur ein Problem. Warum wir das nicht schaffen? Junge, ja, du hast keine Dings dafür, ne? Hier ist kein Pobel dran. Moment, ich transportiere. Das Problem ist, da brauchen wir wahrscheinlich Lasten. Hättest du mal herfahren können, Mensch. Schaffen wir den erstmal wieder zurück ans Firmengelände Stadt. Bam, 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 Stahlwerk. Müssen wir mal schauen, ob wir die alle. Da kriegen wir niemals alle vier drauf. Never. Zwei. Ich hole den anderen. Also mache ich eine Wette, kriegt man niemals alle vier drauf. Viel zu groß, die Dinger. Ja. Maximal drei Stück, wenn überhaupt. Aber das ist keine Probleme. Ich komme mit den anderen die Flatte her. Dafür haben wir ihn ja. So. 105 km/h hier zurückgebrettert. Das Problem, was ich hier halt einfach nur sehe, das funktioniert im Allgemeinen irgendwie nicht, weil für die Breite, also ne, für quer sind sie zu breit, für lang sind sie zu hoch. Na, so wie sie da stehen, lädt sie auf. Warte mal, bin gleich da. Ich muss es auf dem Britschenwagen feuern. Rastisch aus. Ne, weil ich habe das ja bei irgendwie Screenshots gesehen, aber ich weiß halt nicht mehr. Wie gesagt, bin gleich da. Das eine Schild hier ist schon weg, das ist gut. Machen wir das andere noch weg. Aber wenigstens Platz fürs nächste Mal. Ja, da hinten hantiert er schon rum mit dem Kran. Brauchst du Lastenkran 3, ne? Du brauchst einen 3er, ja. Oh. Oh, du hast aber einen harten Kopf. Groß. Kannst du nicht zumachen, oder? Ne. Das ist Flutlichtelement. Mal bitte sagen. Ah, das hängt ja auch so beschissen dran, oder? Ach ne, es hängt gerade dran eigentlich. Was hängt gerade dran? Nice. Warum Anhänger durch Stufe 3? Wo soll denn der sein? Sehr gute Frage. Ah! Ich weiß wohin. Ist das leider nicht. Moment. Hagen ist schon wieder verknies knallt, so wie es aussieht. Was meinst du, wo wir den Anhänger bekommen? Ja, warte mal. Ich hab eine Idee.
Wenn das nur Leihanhänger sind, brauchen wir die eigentlich nicht mit in die Firma nehmen, ne? Nö, du kannst die, also du kannst die so lange behalten, wie du willst. Das, so ist es nicht. Wie war jetzt abkuppeln? Erst Schützen hinten ausfahren und dann C. Wo ist er jetzt hingefahren? Funktioniert doch, da brauchen wir auch nur einen. Bin gleich wieder da. Nicht ernsthaft, oder? Doch, der ist Davon nämlich haben wir gefunden. doch schon einen. Ja, aber der ist, wenn du wüsstest, wo der steht und wie der steht, dann kann man auch nicht zurücksetzen. Ernsthaft. Der steht. Wenn man vom Gelände irgendwo rausfährt, kommt dann ja irgendwo so ein Bahnübergang, wo wir immer Dings hatten und da hat er sich zwischen zwei Laternen verhaspelt. Da ging es leider nicht weiter. Was Kannst denn du mich, da drauf? hast Sollen wir du. das jetzt beladen? Richtig, das ist Stufe 3, einfach quer drauf, das von der Breite und Höhen ist er ja wohl nicht beschränkt. Sagen wir mal, wo ich hinfahren muss. Warte. Warte, warte, warte. Oder so ein Dreier gab's. Dann hier links raus. Na, la, 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 la. Oh, das setzt an. Auf der Innenspur. Links. Von innen kriegst du echt das Kotzen. Von rechts. Von rechts. Und dann geradeaus. Jetzt links abbiegen. Oh, danke schön. Rechts, rechts, rechts. Was gibt's im Fernsehen? Salat, Standard, Junge. Also. Rechts. Mit quer drauf ist aber auch nicht viel, oder? Doch, dürfte mit einer gewissen Überlänge eigentlich gehen. Wie kann man das vorne drehen? Mach mal F1, ich glaube QE, ich bin mir auch nicht sicher. Gibt's ja dann. Ach, Y, okay. Meinst du so quer? Nee, vor der Brille. Ja, so halt. Guckt halt links, rechts ein bisschen raus, shit happens. Ach so, na gut, das Problem wird es sein mit sichern. Hau einfach mal drauf und ich dachte, ob man es sichern kann. Weil du kannst das ja auf den auch sichern. Ne, okay. Muss man es quer drauf stellen. Weil ich glaube, wenn du die Beete so nach innen ziehst, also sprich, dass die Ecken nach außen sind. Das Ding ist einfach zu groß, das Problem. Also zwei Stück, mehr ist nicht. Besteck transportieren 2x2. Kannst du schon? Ah, okay. Krass, das muss mit dem Ding machen. Hätte ich nicht gedacht. Tieflader, ey. Voll die Verarschung hier. Dann würde ich mal reden. Ernsthaft? Ja, warum nicht? Kostet noch 15.000 das Ding. Ach so. Ja, gut. Das ist heute da auch nichts mehr wert. Nachdem der Rubel so gefallen ist. Das ist alles nicht mehr so, wie es war.
Oh, nice. Also Ladung ist befestigt. Fahr ich mit dem einen schon mal los, oder? Von der Gemeinde, je nachdem, so schnell geht's. Na, ja, Kran muss ja auch noch zurück. Achso. Warum ist der LKW jetzt wieder so laut? Einmal leise, einmal laut, einmal leise, einmal laut. Furchtbar. So. Dass man immer die hässliche Maus auch im Bild hat, oder? Diesen Mauszeiger ist auch voll abfuck. Ja, gut, das ist nervig. Das ist nicht das Steuerwerk. Ist auf jeden Fall eine Kackstrecke darunter zum Stahlwerk. Ruhig, Brauner, ruhig. Ja, gerade noch meinen Auflieger oder meinen Tieflader ein bisschen beruhigen. Da haben sie aber Deckenflutlichtmasten bestellt, du alter Schwede. Ja. Die verbrauchen mal gut an der Strom. An der Steckdose. Das sind die aufgestiegen, ne? Was? Oder sind die aufgestiegen von der Bezirksliga zur Regionalliga? Ah, krass. Kriegt man schon so eine Flutlichtmasten? Naja, wenn sie abends spielen. Guten Sponsor. So. Was habe ich jetzt gekriegt? Taxikosten. Aha. Wo steht denn der Tieflader? Achso, du bist unterwegs. Ich bin unterwegs. Bisschen vor. Gut. Was ist die Uhr überhaupt? Bist schon. Junge, da brauchst du nicht gucken, ist perfekt verladen. Das dürfte eigentlich nur das letzte Element gewesen sein. Das ist das letzte, definitiv. Ne, Abschnitt 5, Vorarbeiter ansprechen. Ja. Aber auch mal eine schöne Aufgabe, machen wir das. Naja. Ist mal was anderes gewesen. Das war's. Das stimmt. Also wenn ich mir die Ladungssicherung angucke, die paar Ketten. Das sind halt Ketten, ne? Die halten schon was. Ja. Ja, wenn sie Baumaschinen transportieren, Dampfwalze, Bagger, Kran oder was weiß ich, ist auch nur Ketten. Ja, da, ja, richtig, aber was für welche? Naja, dicke. Die werden richtig verzerrt, Junge. Richtig dicke, feste, festgeschnürt. Wir sollten bei der Bundeswehr, mussten wir Ladungssicherung Spanngurte, sollten wir mit 500 Newton anziehen. Okay. Das weiß ich noch, werde ich nie vergessen. Und ich wollte dann quasi, sollte dann quasi so eine Kiste da auf dem Anhänger drauf sichern. Und 500 Newton. Also ich hing komplett in der Luft mit meinem gesamten Körpergewicht an diesem Spanngurt und habe immer so Ich hab nicht auf 500 gebracht. Okay. Also total krank. Keine Ahnung. Habe ich gesagt, können wir noch anschweißen oder die Kiste hier am Auge hinten am Anhänger. Dran schweißen ist dann dasselbe. So.
Aber schon ein bisschen heftig, also 500. Ja, 500, sehr heftig. Sehr, sehr heftig. Das setzt er an, Junge! Das setzt er an mit dem Mobilkran! Oh, Alter, gesprungen sogar noch. Aber du bist ein bisschen schneller. Das ist schade. Bis wieder einer heult. Bis wieder einer heult. Oh, fuck. Oh, ne. Ich glaube, ich habe mich gleich ver... Scheiße. Nee, oder? Klappt. Sehr gut. La, 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 la. Okay, du hast nicht gesehen. Nee. Er ist gerade wieder gesprungen über der Bordsteinkante, wa? Ein bisschen. Nur ein bisschen. Okay. Die letzten Masten machen wir noch Plan, dann machen wir für Feierabend hier für die Folge. Wie viele haben wir denn schon? 16. Oder wir machen morgen weiter, musst du wissen. Ja, würde ich sagen. Verladen wir die Masten morgen, fangen dann auch gleich eine neue Baustelle an, gucken wir mal, was da auf uns zukommt. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bewertet das Video auf jeden Fall positiv, wenn ihr den Bausinn weiter sehen wollt. Und in diesem Sinne sind wir erstmal raus. Bis morgen. Tschüss.